Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder in der Motorworld auf dem Flugfeld und ganz herzlich begrüßen darf ich Christian Zeisler. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Christian Zeisler, Sie sind geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Sindelfingen. Das ist korrekt? Absolut. Wunderbar. Richtige Titelbezeichnung. Sehr schön. Zunächst darf ich Ihnen aber erstmal noch ein gutes neues Jahr wünschen. Danke gleichfalls. Ist ja noch nicht so alt. Aber es ist ein besonderes Jahr für die Baugenossenschaft. Inwiefern? Wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum und es ist für eine Baugenossenschaft, sage ich mal, schon ein relativ großes Ereignis. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt wollen wir aber erstmal Ihr Unternehmen ein bisschen näher vorstellen. Gegründet tatsächlich, ich muss gucken, am 23. Februar 1919. Richtig. Warum? Wie ist das gegründet worden? Was war der Ursprung? Die Baugenossenschaft war im Prinzip, wie jede klassische Baugenossenschaft, eine Selbsthilfeeinrichtung. Wir hatten damals hier in Sindelfingen große Wohnungsnot. Und dann haben sich die einen oder die anderen überlegt, wie kann man diese Wohnungsnot bekämpfen. Alleine hat man es nicht geschafft, also hat man sich in der Gruppe zusammengeschlossen, hat eine Genossenschaft gegründet. Frei nach Schulze-Delitzsch. Ja, und da waren ja aber auch prominente Partner dabei. Da war die Sparkasse dabei, da war Daimler dabei und die Stadt Sindelfingen. Und die Stadt Sindelfingen, ja. Ist das heute noch so? Ja, die sind alle drei noch Mitglieder bei uns, haben aber, ich sage es einfach mal, die Mitgliedsanteile so in ihren Schublade liegen und mischen sich nicht in unsere Geschäftspolitik ein. Ich habe mal nachgelesen, in Ihrer Chronik steht auf der Internetseite, der Stadtschuld ist der damalige, der Wilhelm Hörmann, der sei so die treibende Kraft gewesen, weil er halt gesehen hat, dass seine Stadt dringend Wohnraum braucht. Das unterscheidet sich ja eigentlich gar nicht so sehr von heute, oder? Überhaupt nicht. Also wir haben heute genau das gleiche Problem. Wir haben eine riesige Wohnungsnot bei uns in Sindelfingen. Ich sehe das jeden Tag. Bei uns stehen die Leute an. Wir haben eine riesige Warteliste. Wir brauchen Wohnungen, möglichst auch noch bezahlbare. Mhm. Wenn wir das hinkriegen, dann werden wir alle bitte und dann alle Beteiligten glücklich. Ja, das ist natürlich, sage ich mal, eine gewisse Voraussetzung auch für Wachstum. Wir haben hier eine boomende Region mit vielen Arbeitsplätzen. Wir haben ein tolles Bildungsangebot. Aber wenn die Leute hier nicht wohnen können, nützt das ja alles nichts. So ist es. Dann gehen sie in die Umländer oder ins Umland, was ich persönlich jetzt, sage ich mal, relativ traurig finde. Wir haben keine großen Baugebiete mehr. Die Nachverdichtung tut sich die Stadt Sindelfingen ziemlich schwer damit. Was ich wiederum verstehe, auf der einen Seite braucht man neue Wohnungen, auf der anderen Seite hat man altbestehende Nachbarn. Aber da könnte man etwas mehr tun. Das erste Bauprojekt, das gibt es ja heute noch in Sindelfingen. Man kann sehen, der Baugenossenschaft, das war die Schnödeneck-Siedlung. Warum hat man die damit gestartet? Warum hat man die gebaut? Das war damals eines der ersten Baugebiete überhaupt. Mhm. Und dort hat man angefangen zu bauen. Dann sind wir weitergegangen in das jetzige Flossen. Im Floschenareal, sage ich es einfach mal, mit der Rosenstraße, mit der Tulpenstraße. Das ist unser Ursprung, das sind unsere Wurzeln. Und da werden wir auch in der Erlenstraße in Kürze 54 Mietwohnungen wieder neu bauen dürfen. Sie haben es gerade schon gesagt, das Thema Nachverdichtung ist heute ein großes, wenn man halt keine Baugebiete mehr hat. Und die Städte haben ja nun wirklich keine großen mehr. Das heißt, man baut in Bestand, man reißt Bestehendes ab und baut statt einer großen Villa eben ein Achtfamilienhaus so oder Ähnliches. So ist es. Also das war die Politik, die wir betrieben haben in den letzten Jahren, ziemlich erfolgreich betrieben haben. Wir haben zum Beispiel hinten in der Hohenstaufenstraße nachverdichten können, 18 Mietwohnungen bauen dürfen. Hat aber auch 10 Jahre gedauert, bis wir die Baugenehmigung erhalten haben. Und das sind natürlich so Sachen, wo eine gewisse Geschwindigkeit gerne aufgenommen werden durfte. Das heißt, das ist auch immer ein politisches Thema natürlich, diese Nachverdichtung, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Es ist ein politisches Thema. Ich kann es aber auch verstehen, dass man sich damit schwer tut. Auf der einen Seite gibt es dort Möglichkeiten zum Bauen. Auf der anderen Seite gibt es ein gewachsenes Umfeld mit Bewohnern, die nicht unbedingt wollen, dass sich alles dort verändert. Und da hat natürlich so eine Genehmigungsbehörde schon das Problem, da einen Ausgleich zu finden. Wie können Sie da dann Einfluss drauf nehmen? Können Sie dann als Experten der Stadt raten, Mensch, an der oder jener Stelle, da wird es nicht so arg wehtun, da könnte man gut was machen, oder? Das versuchen wir, das versuchen wir. Und dann versuchen wir über den Weg von Modellen, von Zeichnungen und so weiter, den Experten im Rathaus das zu erklären, dass sie uns auf diesem Weg begleiten. Da sind Sie aber dann nicht der Einzige. Ne? Wenn so ein größeres Objekt, so ein altes Mehrfamilienhaus auf den Markt kommt, dann glaube ich, gibt es noch Mitbewerber, oder? Wie sichern Sie sich die dann? Wie kommen Sie an die ran? Das ist eine gute Frage.
Akquise ist eines der großen Themen, die wir haben. Wir haben einen guten Ruf, das ist seit 100 Jahren und es zählt. Das ist spannend. Also wenn jemand ein Häusle hat oder ein Grundstück hat, dann wäre er bei Ihnen vielleicht auch an der richtigen Adresse, oder? Absolut, absolut. Also wir freuen uns über jeden, der bei uns anruft bzw. uns sein Grundstück zur Verfügung stellt. Aber das sagen jetzt auch alle Ihre Mitbewerber. Logisch. Auch. Meine Damen und Herren, bis hierher jetzt aber erstmal dieses Stadtgespräch mit Christian Zeisler. Nach einer kleinen Pause geht's weiter. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, heute mit Christian Zeisler, dem geschäftsführenden Vorstand der Baugenossenschaft Sindelfing. Wir haben gerade schon ein Stückchen uns darüber unterhalten, wie schwierig es ist, heute überhaupt noch neue Objekte bauen zu können. Ihre Unternehmen macht aber auch ganz andere Dinge noch. Sie vermieten, Sie verwalten. Also wir haben die drei klassischen Geschäftsfelder bei uns. Wir haben den Neubau, sowohl fürs Anlagevermögen, also als Mietwohnungen, genauso wie fürs Umlaufvermögen zum Verkauf. Wir haben entsprechend dann auch die klassische Vermietung und sind ein relativ großer WEG-Verwalter hier im Raum. Also dort verwalten wir im Prinzip dann die Wohnung, die wir entweder gebaut haben oder die größeren Gemeinschaften, die uns angesprochen haben. Als Dienstleister dann? Als reiner Dienstleister. Wie viele Wohnungen haben Sie denn im Bestand? Was gehört der Baugenossenschaft? Also im Bestand haben wir zurzeit knapp 550, 560 Wohnungen. Hoffentlich Tendenz wachsend. In der WEG-Verwaltung momentan 2800 Wohnungen. Und im Vertrieb sind wir ziemlich aktiv. Da kommen jetzt einige Objekte neu in die Pipeline rein. Wie viele Mitglieder hat die Baugenossenschaft insgesamt? Zum 31.12. hatten wir 1400 Mitglieder. Das sind Privatpersonen, das sind Firmen. Wie angesprochen schon die Stadt, der Daimler und die Sparkasse. Und die Volksbank, die möchte ich nicht vergessen. Sie haben auch ganz besondere Objekte. Also wir haben es ja vorher gesagt, es ist ja schwierig nachzuverdichten. Jetzt machen Sie das aber ja durchaus auch an ganz exquisiten Standorten und sensiblen Standorten. Wenn man Meiching denkt, da haben Sie, glaube ich, sowas gemacht und in Sindelfing ja auch. Richtig. Also das ist so ein kleines, ich sage es einfach mal, Beiprodukt in den letzten Jahren geworden. Wir haben den Diegelhof in Meichingen saniert. Das war ein Objekt aus dem Jahr 1743, glaube ich. Denkmalgeschützt, das haben wir neu saniert, an einen Investor verkauft, der dort jetzt 5 Wohnungen drin hat. Das gleiche machen wir jetzt auch hoffentlich nächstes Jahr wieder in Meichingen, den Wittumhof vom Kloster Hirsau. Und da wird eine alte Scheune saniert und ein paar Häuschen nebenher aufgebaut. Ja, und dann haben wir auch, das ist eines meiner Lieblingsobjekte, das ist die Ölmühle in der Böblinger Straße. In Sindelfing? In Sindelfing, genau. Das ist eine Ölmühle, die einfach 1973 stillgelegt worden ist und dort dann über die Jahrzehnte stand. Die haben wir jetzt restauriert und die kann sich jeder angucken. Ja, sehr sensibles Thema natürlich, weil das muss städtebaulich passen. Das sind historische Objekte. Sie sind aber nicht nur mehr in Sindelfingen und den Teilorten unterwegs, sondern mittlerweile auch außerhalb der Stadtgrenzen? Ja, das hat sich einfach so ergeben, weil wir sind angesprochen worden von Gemeinden. Wir haben in Grafenau die neue Ortsmitte gemacht. Wir sind jetzt gerade in Tiefenbronn dabei, Ähnliches zu entwickeln. In Mötzingen ein relativ großes Objekt, mitten am Schloss von Mötzingen. Also wir bewegen uns langsam raus, auch aus dem Kreis Böblingen. Bei Tiefenbronn ist Enzkreis. Also wir bewegen uns da raus. Ja. Wir müssen uns auch rausbewegen. Nicht rausbewegen werden Sie sich aber wahrscheinlich beim Jubiläum. Also das wird ja dann schon in Sindelfing gefeiert. Das wird in der Stadthalle gefeiert. Was haben Sie denn vor? Das kann ich noch gar nicht sagen. Also da haben wir eine Kommission bei uns innerhalb der Firma, die das Ganze organisiert. Ich weiß den Termin, das ist der 4. Juli in der Stadthalle. Aber den genauen Ablaufplan habe ich leider noch nicht gesehen. Es gibt aber jetzt nicht zu erwarten, irgendeine Sonderausschüttung oder Ähnliches, ein Bonus für die Baugenossen, weil dann hätten sie bald noch ziemlich viele neue Mitglieder, oder? Das ist richtig, aber das entscheidet der Aufsichtsrat. Und da bin ich gespannt, wenn wir den Jahresabschluss präsentieren, ob er dann sagt, es gibt einen Bonus. Kann ich noch nichts dazu sagen, weiß ich wirklich nicht. Nochmal ein Stückchen zurück zum kleinen Blick in die Zukunft. Sie haben jetzt den Wittumhof angesprochen. Gibt es noch andere Objekte, wo Sie sagen, da sind wir dicht dran, dass das klappt? Kann man da schon was erzählen? Ja, also wir wollen nächstes Jahr in der Ziegelstraße, das ist genau gegenüber unserer Geschäftsstelle, anfangen zu bauen. Da kommen 20 Wohnungen rein, unten kommt Gewerbe rein. Da wird ein Teil Mietwohnungen, ein Teil dann Eigentumswohnungen. Also so haben wir schon einiges vor. Dann kommt nächstes Jahr die Ehrenstraße. Das sind 54 Wohnungen, wo im Prinzip der Altbestand abgerissen wird und neuwertiges
und hochwertige Gebäude hingebaut werden. Aber unter der Maßgabe, sie müssen finanzierbar sein für die Mieter. Ja, und es muss natürlich in der Ziegelstraße aus Umfeld beachtet werden. Richtig. Wer es nicht kennt, der ein oder andere Zuschauer war da vielleicht noch nicht. Die führt vom Marktplatz weg Richtung oder an der Innenstadt vorbei, an der Altstadt vorbei. Das ist ein historisch sehr wichtiger Bereich, ein sensibler Bereich. Also da ist uns das eine oder andere schon zugerufen worden. Wir werden auch eine Ziegelfassade dort anbringen. Also den Namen Ziegelstraße werden wir auch in der Fassade wiedersehen. Na wunderbar. Prima. Ganz herzlichen Dank, Christian Zeisler. Ich bedanke mich. Wir alle wünschen Ihnen natürlich ein tolles Jubiläum und wir wünschen Ihnen auch viel Erfolg, denn viele Menschen suchen eine Wohnung und wenn Sie welche anzubieten haben oder neue bauen, ist das perfekt für die Region. Wir bemühen uns auch die nächsten 100 Jahre hier im Ort zu sein und großartig. Weiter Erfolg das, zu haben. Dann treffen wir uns in 100 Jahren wieder genau. Und schauen, was draus geworden ist. Meine Damen und Herren, das war das Stadtgespräch heute hier aus der Motorworld. Bleiben Sie einfach noch dran, es gibt noch viele weitere spannende Sendungen. Schönen Abend noch.